jetzt mach schon auf! Ja. Simon hat Sachen für mein Meereskundemuseum besorgt und dabei diese Schatztruhe gefunden. Zu. Ach, das ist das kleinste Problem. Ich hab doch neulich erst den Allesöffner 3001 erfunden. Ist der denn schon getestet? Ich meine, nachher geht wieder was schief und dann zerstören wir einen Schatz. Na klar ist der getestet. Ich war doch neulich erst damit heimlich in deiner Wo... In meiner Wohnung? Nein, ich hab gesagt in deiner Wo... Deiner Wo... In deiner Wolke. Mhm, ja, da war ich. Genau, das wollte ich auch sagen. Ja. Das gibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Du warst in meiner Wohnung. Du bist der geheimnisvolle Pfannkuchendieb. Ich hatte kein Essen mehr da und der Supermarkt ist ja so teuer. Fast so teuer wie das, was vielleicht in dieser Schatztruhe gemeinsam auf uns wartet, wenn wir sie jetzt öffnen. Hm? Gut abgelenkt, mein Freund. Aber über dieses Pfannkuchending reden wir noch. Und jetzt mach das Ding auf. Ja, ich präsentiere den Allesöffner 3001. Dein Allesöffner ist einfach nur eine Stange Dynamit? Dazu habe ich nur eins zu sagen. Entdeckung! Es ist immer noch verschlossen. Das Ding ist haltbarer, als es aussieht. Bitte fassen Sie keine Ausstattungsstücke an. Cool, oder? Ich habe den Museumsaufpasser 3001 repariert und verbessert. Bitte treten Sie zurück, sonst... Sonst was? Aufhören! Das! Wo sie jetzt tu irgendwas? Na gut, du funktionierst echt gut, Museumsaufpasser 3001. Mit dem Boot aufs Meer fahren, am Strand in der Sonne liegen, dem Sonnenuntergang zuschauen. Der Mensch ist gerne am Meer. Und er nutzt das Meer. Schiffe transportieren Waren und Reisende. Fangflotten sorgen für frischen Fisch. Und Kraftwerke erzeugen Strom mit der Kraft des Meeres. Aber all das ist auch ein Problem. Beim Fischfang haben die Fanggebiete oft kaum Zeit, sich zu erholen. So viel Fisch wird gefangen. Es wachsen immer weniger Fische nach. Außerdem werden Fangtechniken eingesetzt, bei denen viele Meereslebewesen in den Netzen hängen bleiben, die gar nicht gefangen werden sollten. Darum ist es wichtig, beim Kauf von Fisch auf die Packung zu schauen. Solche Zeichen sagen euch, dieser Fisch ist auf eine Art gefangen worden, die das Meer nicht nachhaltig beschädigt. Schiffe erzeugen Abgase und Müll. Es gibt zwar Ideen, Schiffe mit umweltfreundlichen Motoren oder sogar mit Sonnenenergie zu betreiben, aber bis damit alle ausgerüstet sind, wird es wohl noch lange dauern. Manche Menschen sehen das Meer als riesige Müllhalde an. Es scheint ja groß genug, was stören da schon ein paar Plastikstrohhalme, die einzelne Mülltüte oder der eine Plastikbecher? Sehr viel. Schildkröten verwechseln Plastiktüten mit Quallen und können daran ersticken. Plastik zerreibt sich zu Mikroplastik, das, von Fischen gefressen, wieder in unserer Nahrung landen kann. Zwischen Amerika und Asien treibt ein Plastikmüllstrudel, dessen Fläche 4,5 mal größer ist als Deutschland. Es gibt aber mittlerweile Unternehmen, die Techniken entwickelt haben, das Plastik wieder aus dem Meer zu holen. Aber das ist teuer und aufwendig. Deshalb ist es wichtig, dass wir alle mithelfen, das Meer sauber zu halten. Auch ihr könnt etwas tun. Ganz einfach. Keinen Müll ins Meer werfen. Das Wasser sauber halten, egal wo ihr seid. Und je weniger Plastik ihr kauft, desto weniger kann auch überhaupt ins Meer geraten. Herzlich willkommen zu Wusels gemütlicher Frageecke. Kevin fragt, Wusel, kannst du Japanisch? Puh, leider nein. Japanisch ist eine echt schwere Sprache. Aber zum Glück habe ich ja meinen Universalübersetzer, den Blablabla 3001. Der verwandelt alles, was ich sage, automatisch in eine andere Sprache. Konnichiwa. Das war Japanisch und hieß Guten Tag. Dynamite. Das hieß Dynamit. Apropos, ich muss jetzt noch ein paar Explosionen vorbereiten. Ihr könnt euch ja noch ein Video angucken. Sayonara. Auf Wiedersehen.